Hallo und herzlich willkommen bei den Sonnengängern Allgäu. Heute ist mein erster Sondelausflug in diesem Jahr. Und ihr dürft mich dabei gerne begleiten. Von der Partie ist heute der Sondelhund Buddy. Ja, Buddy, ne? Ich habe von dir gesprochen. Hier die Übersicht meiner Ausrüstung, die ich für den morgigen Sondelausflug aus dem Winterschlaf reanimiert habe. Was haben wir da? Da ist es einmal der Macro Racer, also das erste Modell. Die Doppel-D-Spule, 29 cm. Und die Ellipsenspule 28, obwohl ich da noch nicht weiß, ob ich die auch wirklich benutze. Japanisches Grabungsmesser, der Garrett ProPointer AT und natürlich die Garrett Fundtasche. Bevor ich es vergesse, ja, ich habe da Bluetooth-Kopfhörer liegen, weil in dem Macro Racer ist auch das Bluetooth-Modul verbaut. Ich habe mir gestern schon mal was vorbereitet. Eine kleine Tour, die ich heute ablaufen möchte. Seid mal gespannt, was da kommt. Ist das meine vermeintliche Altstraße gewesen. Was sich jetzt rausgestellt hat, das ist wahrscheinlich eine Trasse, wo die früher mit den Pferden das Holz auf den Berg hier gerückt haben. Und ja, mal rauszoomen, so. Also es geht dann hier hoch und endet da oben an einem Weg. Ich habe da jetzt mal durchgesondelt, aber der Wald hier ist sehr, sehr sauber, was das angeht. Also ich glaube, ich breche das hier an dieser Location auch ab. Exkursion zurück. Buddy, amüsierst du dich? Ja? Nicht? Leckerli. Okay. Also, ich melde mich später nochmal. Tschüss. Ja, dann gehen wir einfach mal gemeinsam in der Gegend hin. Mal gucken, ob wir was finden. Da muss ich doch mal das GPS gucken. Der sagt, ich bin drum rumgelaufen. Na super. Ich glaube, ich habe meinen Hügel. Weil kann ja fast nicht sein. Schauen wir mal. Dann sehen wir es schon. Hier muss er irgendwo sein. Ich vermute mal schwer, dass es das da hinten ist. Den Schummerungen kann man auch nicht immer vertrauen. Wahrscheinlich wird es der Stamm sein oder sonstiges. Aber er müsste 5 Meter Durchmesser haben. Na gut. Ja, da haben wir doch mal einen Fund. Okay, dann schauen wir mal, was wir da haben. Tief ist es nicht. Ah, ich sehe es schon. Ah.
Machen wir mal nachher vorsichtig sauber und dann gucken wir uns an, was das gewesen ist. Ja, das ist hier der nächste Hügel. Okay. Gesehen, gelacht, gelöscht, würde ich dazu sagen. Also hier wollte mal jemand mit Grenzstein ganz besonders sein Territorium festlegen. 1, 2, 3. Da hinten ist der 4., 5. und 6. Sachen gibt's. Ja, da haben wir gleich das nächste schöne Signal. Besonders tief. Dann gehen wir mal graben. Kann man ja nicht von Graben sprechen, oder? Das ist wohl ein zusammengedrückter Flaschenverschluss. Keine Münze oder sonstiges. So, ein sehr schön erhaltener Kronkorken. Paulaner-Bier. Ja, was haben wir denn da? Ein Schmeizler. So, liebe Leute, das war jetzt das Video. Jetzt haben es Buddy und ich endlich geschafft. Obwohl, Buddy kriege ich nicht so schnell tot, aber ich bin fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte ein Like, wenn es euch gefällt. Oder ein Abo. Und wir sehen uns das nächste Mal.